Ich habe leider meine Stimme zweimal aufgenommen, deshalb muss ich gucken. Also sage ich euch das mal kurz vorher. Das müsste bis Folge 31 gehen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Oh, das sieht ja wohl krass aus. Das sieht ja wohl mega gut aus. So eine Tür will ich auch mal haben. Weißer Bildschirm, Speicherpunkt. Oh mein Gott. Drücken, um Geld zu werfen, wenn es ausgewählt ist. Dann kann man, ja, irgendwelche Typen anlocken. Oh, hier sieht es ja sehr einladend aus. Hey Kumpel, du liegst mir zu Füßen. Okay. Warnung. Sperrgebiet. Die Wachen sind in höchster Bereitschaft. Den Treffpunkt der Templer finden. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist ja eine sehr, sehr neue Konstruktion. Das ist so ein Einweghebel. Das ist ja... Wow. Na, haben wir hier noch... Na, schläfst du gut? Also der sieht auf jeden Fall ganz entspannt aus. Hat auch so sein rotes Tüchlein um. Der Schnitter. Wow, was ist das für... Ach ja, wir sind ja in einer Kirche, ist ja klar. Oh, Prince of Persia, wie ich dich vermisst habe. Ich muss unbedingt mal den dritten Teil der Trilogie Let's Playen. Da ist ein Hebel, ein wunderbarer Einweghebel. Ein Weg durch das eingeschätzte Treppenhaus finden. Wir sind hier bei Prince of Persia. Hurra! Und zack, zack, zack. Uah, ja, ja. Oh, ich sag mal, Prince of Persia, weit nicht so hell wie Assassin's Creed. Das muss ich ja mal. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Wir haben einen Teil geöffnet. Wow. Wir haben irgendein... Oh, hi Kumpels! Na, habt ihr alle so lange auf mich gewartet? Schöne Rüstung, darf ich mir doch eine mitnehmen? Hop, 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 und hop, und... Drücken und Hebel zu benutzen. Auch wieder eine dieser schönen Einweghebel. Das ist aber... Ich muss doch da auch noch irgendwie... runter. Das Tor ist offen. Ach, ich kann mich... Wow! Das war knapp, Alter, ihr! Was wäre da? So, ich will mal ganz kurz gucken. Wurmmesser. Kann ich hier nicht auswählen? Warum das denn nicht? Dann will ich auf jeden Fall mit dem Schwert kämpfen. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt! Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Wenn du es ihr noch erzählen kannst, du Hund. Oh. Das scheint wohl eine neue Art des Zweiweghebels zu sein. Ich glaube, die Leute müssen irgendwie ausschalten oder so. Ich muss mich mal kurz hier umsehen. Hier haben wir ja zwei rote Punkte. Na, wo geht's denn hier entlang? Ah ja, da oben ist der Hebel, den wir erreichen müssen, und das sieht alles sehr, sehr stark nach Prince of Persia aus, weil es so auffällig ist. Ach, komisch, dass er jetzt nur so langsam klettert. Oh, jetzt könnten uns beide sehen. Solange wir uns da nicht runterschießen, ist mir das ja egal. Ach ja, ich muss das ja gar nicht nur so machen. Nein, du kippst ihn runter! Mist! Egal, das Geld habe ich trotzdem noch gerne mitgenommen. Da war gerade eben noch einer. Da ist er. Du kannst nichts mehr sagen. So, dass wir die Leute auch alle schön gleich auf einen Haufen tragen, weil wegen Pestgefahr und sowas, nehmen wir dich doch einfach mal mit. So. Dem kann ich auch ein bisschen auffällen, also kann ich auch so komisch rumlaufen. So, hier ist mir der andere Tür runtergefallen, also, ja, warum denn nicht? So. Sind wir denn hier auch los und können irgendetwas machen?
Ich glaube, wir müssen einfach nur ein paar Tasten gedrückt halten und das war's dann. Sag ich doch. Interagieren. Das ist, glaube ich, eine Art Zweiweghebel. Peng. Level up. Oh, da habe ich das gesehen. Oha. Dann habe ich noch mehr gesehen. Oh, das sind ja nur Särge. Das ist ja. Das macht nichts, wenn da mal was verschütt geht. Hopp. Wir plündern diese Truhe aus. Ach, das ist nur eine Fackel. Ich dachte, das wäre noch irgendwas Tolles, Besonderes. Hier ist auch nur wieder eine Fackel. Hat hier irgendwo zu viel Kohle bei Minecraft, dass hier jemand eine Fackel platziert hat? Das sind nicht so wie wir, die chronisch an Kohle mal haben. Ach, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Das müsste eigentlich sehr, sehr einfach sein. Komischerweise ist es das sogar. Naja, wir sind ja hier nicht bei Prince of Persia. Wir können die Zeit jetzt noch nicht zurückdrehen, wenn wir hier oben aus 10.000 Kilometern Höhe runterfallen. Oh, jetzt habe ich gerade richtig laut gedreht. Das tut mir leid. Na, ist hier irgendwo Tolles? Ich will mich mal eigentlich wirklich ordentlich umdrehen, hier umsehen. Das hat wohl nicht geklappt. Hey, hallo! Na? Geht das Ding jetzt ganz nach unten? Nee, ich hatte so das Gefühl, dass es das tut. Naja. Nehmen wir uns einmal so die Freiheit hervor, dass wir sein Grab besteigen, so nächsten Hebel anlegen. Unser wunderbarer Zweiweghebel. Das Tor. Die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichter Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Oh. Nee, doch. Da haben wir noch gleich direkt zwei Leute da runtergeschmissen. Für deren Stimmung sicherlich super. So, Merda heißt übrigens Scheiße. Wollte ich nur mal so anmerken. Das heißt wirklich Scheiße. Na komm, Antat. Wie machen wir das denn jetzt? Der Typ ist da erstmal raus. Der sieht uns nicht. Oh, Antat. Scheiße! Ich hätte den versteckten Klinge ausgewählt. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Ja, hau deinen eigenen kaputt. Er wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Autsch. Ach, das ist das mit dem Tempo. Ha. Kann ich die Typen eigentlich noch reinschießen? Oh, der ist abgetaucht. Peng. So, die haben wir mal eben Uppercut verpasst mit dem Hammer. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Den fliegenden Templer töten. Bevor er mich tötet. Mist, er ist ja schneller, weil er die Sachen vorher kaputt macht. Komm, jetzt. Eilig. Kriegen wir. Gleich haben wir ihn. Toll, das war sehr, sehr intelligent. Oh! Ich bin schneller. Ja, ich bin... Also, Ezio ist... Oh mein... Fucking Gott. Er wird mich nicht kriegen. So wie du unter Druck stehst, werde ich dich wohl kriegen. Oh, Scheiße! Ich glaube, das Ding haben wir richtig verloren jetzt. Was
Verdammt, jetzt muss ich ja hier noch einmal rum. Das ist ja dann die Musik, die wir wirklich ein bisschen machen zur Feuerschau. So, den holen wir jetzt mal wieder ein.